Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder mit Wie viel ist dein Auto wert? Ich habe hier den Hassan am Start. Es geht. Grüß dich. Hi. Er fährt einen C215 CL500 und den schauen wir uns heute an. Also, let's go. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I went to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through their ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping, that shit was so ages. Einmal zu deinem Fahrzeug. C215 ist ja jetzt nichts mehr Unbekanntes für YouTube. Aber ich dachte mir, wäre trotzdem interessant für meine Reihe, wie viel ist dein Auto wert? Du hast, was ich sehr besonders finde, dieses Fahrzeug gekauft als dein allererstes Fahrzeug, richtig? Richtig, so sieht's aus. Das ist mein erstes Fahrzeug. Also, mein erstes Fahrzeug war ein Opel Corsa A. Habe ich mir für 1000 Mark damals geschossen. Aber ein CL500 als erstes Fahrzeug zu fahren, ist auf jeden Fall schon mal eine kranke Hausnummer. Ist gewagt. Ja. Erzähl mal, wann hast du den Wagen gekauft? Wie lange hast du den schon? Ich habe den Wagen letztes Jahr gekauft, im Februar. Knapp über ein Jahr habe ich ihn jetzt. Okay, also du fährst ihn jetzt seit 14 Monaten ungefähr. Kommst du so zurecht mit Spritverbrauch? Ich sag mal so. Drückt er sich weg? Ich denke mal so 14, 15 macht er, oder? Nee. Mehr? Kommst du nicht mit hin. Echt? Du hast so einen Bleifuß, oder was? Ja. Ich sag mal 18, 20 so da drunter geht. Ja, wenn der Spaß machen muss, ja, ja. Dann 18, 20. Lass uns mal kurz einmal um das Auto rumgehen, ja. Um mal so den Leuten einen Eindruck verschaffen, was für ein Setup du hast. Du hast kein AMG-Paket. Leider nicht. Doppelrohr ist Standard. Da hat man dann zwei Auspufftöpfe. Die Felgen kommen noch. Felgen kommen noch, könnt ihr gespannt sein. Ja, ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr Bock habt auf dieses Auto nach der Umbauphase, weil der Hasso hat damit einiges vor und wird auf jeden Fall noch Setup-technisch aufgefrischt, Felgen. Ich markiere Hasso sein Instagram. Hast du Instagram? Unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Projekt bestimmt auch noch mal ein paar Bildchen abgreifen und verfolgen. Ja, ich sehe, er ist sehr tief, das ist jetzt wahrscheinlich Parkmodus. Du hast ja auch ein ABC-Fahrwerk. Mit den dicken Bereifungen kannst du natürlich auf der Fahrstufe nicht fahren. Vorne gibt es beim AMG-Paket noch mal ein bisschen so lippetechnisch nach unten gebaut, die Stoßstange. Aber so ohne AMG-Paket ist das jetzt nichts Schlimmes. Finde ich trotzdem nice. Die Scheinwerfer, sind die so dunkel oder sind die jetzt einfach nur milchig mittlerweile? Milchig wahrscheinlich, die müssen mal aufbereitet werden, vernünftig. Okay. Dass sie wieder voll durchscheinen. Ja, Service hast du gemacht gehabt. So, lass uns mal reinsetzen. So, was natürlich nicht fehlen darf im Luxussegment ist Edelholz. Du hast das Holz einmal hier, hast das Holz an den Türtafeln, hast das Holz am Lenkrad. Genau. Das hier ist ja das Coupé vom W220. Der W220 hat hier, wie S-Klasse typisch, hier vorne so Zierleisten. Und hier ist es eigentlich nur in der Mittelkonsole gehalten. Ausstattungstechnisch, klar, ist alles eigentlich vorhanden, was man eigentlich so braucht. Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu erwähnen. Schön wäre natürlich gewesen Alcantara. Richtig. Haben wir aber leider nicht. Aber Schiebedach gibt es, glaube ich, auch gar nicht ohne Schiebedach. Wie viel hast du runter? Wie viele Kilometer ist da gelaufen? 198 ist jetzt mittlerweile. Ich habe den bei 185 gekauft. Okay, 198, 185. Ja, so 2000. Ungefähr 1000 Kilometer im Monat mache ich. Okay. Um den Daumen. Also du fährst den aber auch jeden Tag jetzt? Ja, ja, das ist Alltag. Und 2002 war das Baujahr? Genau. Okay. Du hast gesagt, du bist der vierte Besitzer, drei Vorbesitzer oder wie war das? Dritte, also zwei Vorbesitzer. Okay, genau. Das finde ich immer ganz nice, wenn die Historie einigermaßen überschaubar ist. Genau. Meist sind diese Fahrzeuge 8., 9., 10. oder sogar mehr Hände durchgereicht worden. Belädertes Armaturenbrett ist, glaube ich, auch Standard. Da ist nichts Spektakuläres. Navi, funktioniert das noch? Funktioniert. Diese Einheiten? Das funktioniert. Ja. Dann habe ich gesehen, du hast Bose, genau. Soundsystem. Ja. Auch auf jeden Fall aufpreispflichtig gewesen. Hast du vor, den weiterhin zu behalten? Hast ja gesagt, du hast den vor, umzubauen.
und dann längerfristig zu fahren oder willst du ihn umbauen und dann vielleicht noch automodelltechnisch switchen? Was hast du vor in Zukunft? Mal so, ich habe, wie gesagt, ich war am Überlegen, ob ich ihn behalte, ob ich ihn verkaufen soll. Mhm. Ich habe mich dazu entschlossen, ihn zu behalten. Mhm. Das ist schon eine gewisse Liebe zu dem Auto. Das kannst du nicht vergleichen mit anderen Autos. Ich habe mich in die Dinger verliebt. Die sind sowas von geil. Wenn man einmal diesen V8 gefahren ist, Mercedes V8 Sauger, dann möchte man eigentlich immer V8 fahren, weil also Sound holt dich ab. Ne? Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir wollen dir ja noch die Frage stellen, warum hast du dich für dieses Modell hier entschieden? Nenn mal so 2-3 Aspekte, die für dieses Fahrzeug sprechen. Ich sag mal Sound. Die B-Säule, die natürlich fehlt. Ja, mega geil. Das kannst du nicht mal mit einem Cabrio ersetzen. Ja. Mit einem Cabrio-Dach. Das ist nochmal was anderes. Auf jeden Fall. Und Ausstrahlung von dem Auto. Also, dich trifft wirklich jeder Blick, ob es jetzt ein C215, ein 16er ist. Das ist unglaublich. Diese Autos sind zeitlos. Die verlieren nicht an Schönheit. Im Gegenteil. Und ja. Ja, liegt auch an der Seltenheit vom S-Klasse Coupé. Wir werden gleich eine Assi-Runde drehen mit dem Ding, um einfach so ein bisschen den Vibe zu fühlen von dem 215er. Ich persönlich bin noch nie mit einem CL500 von dieser Baureihe gefahren oder geschweige denn mitgefahren. Ja, ich bin gespannt, ob das vom Vibe her ähnlich ist wie bei meinem. Und da werden wir gleich eine Assi-Runde drehen. Aber bevor wir das machen, schmeiß mal den Hobel an, gib mal Sound auf die Orgel. Ich gehe mal hinten an die Auspuffrohre. Okay. Wenn das kein Kaufgrund ist für so ein Fahrzeug, dann weiß ich auch nicht. Check it out, ja? Ja, hast du gerade verraten, dass er so noch nie Probleme hatte wegen Auspuff mit der Polizei, aber der Kontakt oder der Konflikt, sag ich mal, war auch so noch nicht gegeben. Nur wegen Geschwindigkeitsvergehen, hat er gesagt. Genau. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß jetzt die Länge nicht von dem Fahrzeug, aber ihr habt ein Fahrzeug in Limousinenlänge, ne? 4,80 Meter, 5,10 Meter und ihr habt nur 2 Türen. Ne? Und dann habt ihr keine C-Säule. Was, Bruder? Das lässt das Ganze so immens lang wirken. Und genau, ihr habt keine B-Säule. Du hast dann hier Fahrhöhe, kannst bis jetzt ganz oben, ne? Genau. Und wenn du jetzt auf 1 kannst du dann, dann kannst du komplett runterlassen, ne? Der hat quasi 2 Stufen. Der ist jetzt zwei auf der, Stufen. Das blinkt dann immer je nachdem. Ach so. Der ist jetzt auf der höchsten. Aha. Und 1 wäre nur auf der niedrigsten. Mittleren quasi, okay. Und dann kann ich nochmal runter. Dann und dann hast du ABC Sport für sportlicheres, genau, Fahren. Okay. Für Autobahnfahren, ja, wenn du schneller fahren willst. Genau. Okay. Und wärteres, strafferes Fahrwerk und Lenkung. Wenn das dein erstes Fahrzeug war, hattest du denn irgendwie Probleme mit Fahrzeug abschätzen? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, aufgrund der Länge und der Breite war das für dich problematisch, weil du hast ja wahrscheinlich in der Fahrschule mit dem Golf gelernt. Ja, eine B-Klasse. Eine B-Klasse, okay, ja gut, die ist ja gar nicht so klein, ne? Nee, ich hatte das Glück, mein Vater ist auch so ein Autoliebhaber. Ja. Der hatte vorher einen CLS 55, hat sich auch in dem letzten Video, glaube ich, gezeigt, wie viel sein Auto wert. Mhm. Genau so ein. Davor hatte er auch eine B211 E55. Ah. Sag mal, das sind ja auch keine kleinen Kisten. Auf jeden Fall. Da hast du dich schon einigermaßen dran gewöhnt. Klar, das ist nochmal ein Ticken länger. Ja. Breite weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal so ungefähr in dem Maße hast du dich dran gewöhnt. Krass. Wie alt bist du, wenn ich frage? Ich bin jetzt 22 Jahre alt. 22. Ja, Leute, strengt euch an. Also mit 22 ist ein CL möglich. 200.000 Euro in 6 Monaten. Komm in die Gruppe. Fenster war hoch. Ich weiß nicht, wie das mit Windgeräuschen ist. Ja, da macht die mal einmal so, genau. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, wenn die, selbst wenn die Scheiben zu sind, hört man noch. Schön kernig V8. Ja, ich habe so das Gefühl, wenn wir diese Sounddinger im Tunnel machen, dass es so, wenn man es über das Handy jetzt sich gibt, gar nicht so krass ist, ne? Aber auf Kopfhörer. Das kommt nicht so rüber. Wegen dem Besten. Ja. Das kriegst du niemals so rüber wie live, ja. Ihr müsst euch
den Sound vorstellen, mal 5 ungefähr. Ich dachte jetzt, okay, knapp 200.000 gelaufen. Du hast gesagt, du hast das ein oder andere Öldichtigkeitsproblem vorne, dass der so schwammiger ist oder irgendwie, sag ich mal, mehr poltern ist in der Fahrt. Aber ich muss sagen, sehr adäquat. Also fährt sich gut. Ich sag dir so, ich hab. Also ich höre jetzt nichts irgendwie, was Kriminelles. Ich habe einen Kollegen, der handelt mit Autos, fährt auch Autos bei weit über 80, 100.000 Euro wert. Mhm. Seien es die neuesten S-Klasse und sowas. Der wollte den auch mal fahren, habe ich ihm den gegeben. Mhm. Der sagt, so eine weiche Lenkung, wie du hier hast, ja, das habe ich in den neueren S-Klassen kaum. Das ist echt. Ja, für die Zeit ist das schon sehr geil gebaut gewesen. Ich hatte ja auch S-Klasse in dem Modell-Style. Das ist sehr komfortables Fahren. Man darf natürlich nicht vergessen, solche Autos haben mal 6-stellig gekostet. Und da kann man natürlich schon erwarten, dass das so ein königliches Fahren ist. Richtig. Es macht auf jeden Fall Spaß. Traurig ist die Preisentwicklung bei diesen Fahrzeugen. Es gibt angeblich Modelle, die man für 1,52 abgreifen kann, habe ich schon bei YouTube irgendwo gesehen, dass der ein oder andere echt schon für die Preisliga so ein CL gekauft hat. Ich habe selber mich auch ein bisschen schlau gemacht, so bei 3.500 Euro ist der Beginn für einen fahrbaren und keinen Rechtslenker. Und dann kann man für 3,5 quasi schon CL fahren, was sich keiner vor 10 Jahren überhaupt vorstellen hätte können. Es gibt auch CL500, den du hier hast, 12.000 Euro, 14.000 Euro gibt es auch. Ne? Je nach Laufleistung haben wir dann dementsprechend den Preis ausgerichtet. So, jetzt einmal Tunnel. Machen wir mal so. Fenster auf? Ja, mach bei dir mal Fenster runter oder bei mir. Okay. Ich weiß, wie die Windgeräusche sind. Gib ihm. Ihr könnt ja jetzt an der Stelle, bevor ich ein Resümee ziehe für dieses Fahrzeug, schon mal reinschreiben, was ihr denkt, was ist so ein CL500 wert. Baujahr 2002, knappe 200.000 jetzt gelaufen. Vor-Facelift. Kein AMG-Paket, aber dafür sehr stabil im Fahrverhalten. Keine ausgeschlagenen Gelenkteile, nichts, was sich komisch anhört. Wir werden gleich noch mal kurz an den äußerlichen Zustand gehen. Da gibt es die ein oder andere Baustelle, die ich mit berücksichtigen muss, leider. Aber da dieses Fahrzeug noch weiter gebaut wird, ne, wirst du ja wahrscheinlich eh alles, was ins Auge sticht, noch mal angehen. Ne, nach und nach wird die Optik auch frischer. Auf jeden Fall. Sowas kann natürlich sich auch gerne mal über Monate ziehen. Ich meine, du bist 22. Du bist jetzt wahrscheinlich auch kein Jungmillionär, oder? Leider nicht. So. Und du fährst ein CL500 in dem Alter. Sowas kostet, hast du mir ja gerade auch verraten, dass du schon das gespürt hast, was das an Kohle kostet, so ein Fahrzeug zu unterhalten. Das geht schon ins Portemonnaie. Auf jeden Fall. Aber ist machbar. Und ja, wenn da irgendwie eine explizit nochmal eine Frage zu hat, wie, was, wo, kann er dich ja gerne auf Instagram kontaktieren. So Sachen, die ich noch gesehen hatte, hier hast du mal auf jeden Fall einen weg gehabt, weil du zu große Felgen benutzt hast. Genau, so einen leichten Aufsetzer. Genau. Was ihr mal mir reinschreiben könnt, was ich nicht weiß, sind die originalen Kotflügel Kunststoff oder Metall? Da könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob das Standard ist, weil der hat auf beiden Seiten Kunststoff-Kotflügel. Hier kannst du auch nochmal den. Genau, hier ist ein Riss. Ich habe jetzt seine Wagenheberaufnahmen gerade geguckt. Die sind sauber. Am Auspuff wurde ein bisschen was verändert, klar. Das ist nicht mehr Serie. Nee. Aber ansonsten steht der ganz gut da. Ich denke, mit einer Politur noch vor der Saison wird er auf jeden Fall noch mal so ein
Feinschliff bekommen und der Lack würde noch mal besser dastehen, obwohl er jetzt schon gut dasteht. Hast du eigentlich Sitzbelüftung? Habe ich ja. Ja, saugeil von der Ausstattung her. Also wie gesagt, von der Ausstattung her ist der schon gut dabei. Bremsen sind auch relativ frisch, habe ich gerade abgetastet. Genau. Die Belege sehe ich jetzt nicht, aber die Scheiben sind auf jeden Fall neuer. Und Service wurde auch gemacht. Ich würde sagen, dass ein Wagen auf jeden Fall eine konstante 5 macht, 5000. Von der Laufleistung her liegt er so im Zwischenbereich. Es gibt Fahrzeuge so bei 150.000, 160.000. Die werden dann gehandelt mit 7,5 aufwärts. Und es gibt Fahrzeuge mit richtig hohen Kilometerzahlen. Die werden dann gehandelt ab 3.000, 5.000, 4.000 aufwärts. 5.500 vielleicht. Wir werden uns dann vielleicht nochmal nach deinem Umbau treffen. Ich denke auf jeden Fall, dass dein Umbau dieses Fahrzeug nochmal aufwertet mit Felgen. 100%. Und den anderen Mängeln, die du dann beseitigen wirst. Wenn ihr Bock habt, dieses Auto zu sehen, nachdem der Hasso da einmal drüber getuned hat, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr meint, meine Preisvorstellung für dieses Fahrzeug ist richtig oder ist nicht richtig, könnt ihr mich gerne auch einmal korrigieren in den Kommentaren. Wir verbleiben dann mit den Worten, bleibt gesund. Danke an Hasso, dass du Zeit hattest. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit irgendwas Spannendem. Bleibt gespannt. Wir sind raus. Peace. Baby girl, let the ice break.